Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl bei Mika Caravan. Bitte nicht wundern, ich habe heute nur ein bisschen eine leichte Hose an, leichte Bekleidung, weil ihr wisst, ich bin am Knie operiert worden. Funktioniert aber alles schon wieder ganz gut. Ich darf auch schon wieder so ein bisschen rumhaxeln. Natürlich habe ich auch noch Krücken, wenn ich längere oder weitere Strecken noch zurücklegen muss. Aber es läuft schon wieder ganz gut. Schmerzen halten sich in Grenzen. Ich bin auch schon in Physiotherapie, also alles im grünen Bereich. OP ist gut gelaufen, war ja für den Arzt, keine Ahnung, wie für mich, irgendeine Kleinigkeit am Auto machen, weil es war nicht wirklich eine große Geschichte. Was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, ich möchte euch nicht so lange warten lassen, würde einen kleinen Einblick in unsere Werkstatt euch geben, was wir da alles verbaut haben, wie es mit dem Adria weitergegangen ist. Der ist jetzt fertig, das möchte ich euch zeigen. Meine Jungs waren da richtig fleißig dabei. Und was steht noch an die Woche? Da verbauen wir wieder Druma.de, Dieselheizung, elektrisch. Auch da möchte ich euch mitnehmen, wie der Umbau so vonstatten geht, was wir da alles machen. Und ja, ich würde sagen, wir warten gar nicht lang. Wir gehen gleich hinter und gucken mal. So, hier muss eine neue Heizung verbaut werden. Und zwar kommt hier eine D6E rein. Hier haben wir jetzt im Prinzip eine ganz normale Kombi 4. Die bauen wir aus. Das hier, ihr seht schon, ist ein bisschen komplexer das Thema, weil hier haben wir natürlich fast keinen Platz. Also das ist die eine Thematik, bloß da kommt nur ein zweites Problem auf uns zu. Das zeige ich euch gleich. Aber ich glaube, auch dieses werden wir wieder mal klamourös lösen. Aber es ist ein bisschen tricky, weil da drin ist echt fast kein Platz und das ist schon verdammt eng. Die bauen wir jedenfalls aus und dann kommt die neue rein, die D6E mit Höhenkit. Da zeige ich euch dann auch entsprechend, wie das funktioniert und wie man das verbaut. Das steht morgen auf dem Programm und dementsprechend werden wir hier dann morgen gleich Vollgas geben, das Ganze vorbereiten und dann geht es hier auch schon kräftig los. Ja, und zwar sitzt hier der Außenkamin an einer etwas bedenklichen Stelle, weil zum einen haben wir hier das Problem, dass die Breite nicht ganz ausreicht für einen neuen Kamin. Also er sitzt hier ein bisschen unglücklich. Ich halte jetzt einfach mal das neue, den neuen Kamin hin. Ihr seht, dass der natürlich wesentlich breiter ist. Und jetzt müssen wir folgende Optionen überlegen. Also zum einen hilft es nichts. Wir müssen ja irgendwie hier rein. Also zum einen besteht jetzt die Möglichkeit, das Ganze hier unten zu verbauen. Was mir persönlich am liebsten ist, zu prüfen wäre, wie man dann noch an die Steckdose da innen drin kommt, ob die eventuell versetzt werden muss. Das kann durchaus möglich sein. Also das müssen wir dann mal gucken. Das wäre zu prüfen. Die nächste Alternative wäre eben drüber zu setzen, was aber rein optisch mir persönlich gar nicht gefällt. Da müssen wir dann auch mal gucken, wie das ausschaut. Das ist nämlich äußerst schlecht, weil dann wären wir über der Dinette. Also bleibt im Endeffekt nur dieser Weg. Und ja, also ich glaube, damit können wir leben und lassen dann einfach den alten Auslass verbaut, was ja weiter nicht stört. Der ist halt dann einfach nur ohne Funktion, aber definitiv ist kein Loch drin und wir setzen drunter einfach den neuen Kanal. Aber das besprechen wir dann morgen, gucken uns das genauer an und somit sind wir dann mit dem Fahrzeug, wenn er dann fertig ist, auch schon wieder durch. Weil das dauert natürlich jetzt ein bisschen über dem, weil Dieselheizung einbauen ist jetzt nicht ganz so einfach und nicht ganz so schnell erledigt. So, und hier sind wir bei unserem schönen Adria, der jetzt im Prinzip soweit durch ist, hat etwas länger gedauert, weil der Aufwand bei dem Fahrzeug ja doch schon ein bisschen enorm war. Also zum einen, falls ihr euch noch erinnern könnt, auf der Seite hat mir hier diese riesengroße Listerklemme. Das Ganze musste geändert werden, weil ich werde definitiv den Kunden nicht mit Listerklemmen rumfahren lassen.
Und darum haben wir das auch mit dem Kunden besprochen und hier jetzt zwei Verteiler gesetzt. Einmal Plus, einmal Minus Verteiler, damit entsprechend hier auf der Seite die ganzen Kabel eingeführt sind, sauber miteinander verbunden sind, damit hier keinerlei Problematiken mehr entstehen. Und hier haben wir auch nochmal einen Verteiler gesetzt, damit das alles richtig safe ist. Also so kann man das, so gefällt mir das einfach besser, so ist es aufgeräumt. Und ich sage jetzt einfach mal auch sicherer. Ne? Also es geht ja auch immer um die letztliche Sicherheit. Dann haben wir für den Kunden hier noch einen Victron-Solarregler verbaut für seine Solartasche. Hier haben wir die Steckverbindung dementsprechend. Hier haben wir das Kabel sauber liegen. Das heißt, da kann er jetzt seine Solartasche anstecken, sauber irgendwo rauslegen, macht hier zu, zack, fertig und das Thema ist durch. Hier haben wir dann noch den Booster verbaut. Hier vorne kommt man ohne Probleme an den Knopf ran. Hier hinten kriegt er sauber Luft. Also auch das passt. Das ist auch schön ordentlich gemacht. Wenn man vorne die Klappe aufmacht, kann man hier sauber reinlangen zu dem Knopf, wenn es nötig ist. Und schon ist das Thema wieder durch und der Booster ist aktiv. Ja, dann hat der Kunde hier auf der Seite eine Untersitz. Ich muss mal raus. Kleinen Moment. Weil mein Knie will noch nicht ganz so wie ich. Hier auf der Seite haben wir einen Plusverteiler gesetzt. Hoppala. Hier haben wir die ganzen Sicherungen reingesetzt. Ging technisch nicht anders, aber hier kommt man ja schön sauber ran, sauber beschriftet. Hat er wirklich ordentlich gemacht, unser Christian, also muss ich wirklich sagen. Und auf der anderen Seite schaut es dann so aus. Hier haben wir das Massekabel. Auch das war unisoliert da drin. Wir haben es jetzt sauber isoliert, sauber fixiert. Hier oben drauf die ganzen Temperatursensoren gemacht, damit da auch alles wirklich passt. Und hier haben wir dann den Masseverteiler. Was uns auch noch aufgefallen ist, das haben wir auch noch geändert. Bloß weil es immer heißt, ja, was dauert denn so ein Umbau so lang? Warum, was ist da die Zeit? Und so weiter. Schaut mal, hier haben wir einen schönen Schuh und jetzt guckt mal das. Also das war eins der Krönungen. Ich habe schon viel gesehen, aber fünf Kabel auf einem Kabelschuh, also das habe ich noch nicht gesehen. Also sowas, ja, lasse ich hier natürlich auch nicht. Mein Elektriker, der Christian, hat es auch vollkommen richtigerweise rausgeschnitten, weil auch das ist Pfusch pur. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Adria, ihr solltet da ein bisschen anders arbeiten, weil elektrischerseits gesehen ist es nicht ganz richtig. Wir haben jetzt die fünf Kabel mit passenden fünf Schuhen einzeln gekrimmt, hier sauber auf dem Masseverteiler aufgelegt. Sicherlich kann man das alles so machen, sind aber alles Gefahrenpunkte, weil das weiße mittlere Kabel, wenn das mal rausrutscht, weil die Krimpung nicht richtig hält, weil das ja nicht ein Kabel ist, sondern fünf. Und wenn man da mal richtig zieht, und dann ist das nicht gut. Also das ist scheiße, wenn das nicht richtig hält. Kann man natürlich immer alles tun, kann man auch alles so machen, aber wir werden uns davon distanzieren, solche Arbeiten abzuliefern. Es soll sauber und ordentlich sein, vor allen Dingen, wenn man mal ein Kabel ran muss, weil irgendwas ist. Ich kann ja nicht einmal die Kabel einzeln lösen, also nicht einmal das kann ich, also totaler Quatsch. Egal, ist wie es ist, wir haben es geändert, dann haben wir hier einen sauberen Batteriehalter gemacht, damit die auch richtig schön festsitzt, alles schön ordentlich ist und alles über den Schand auch läuft. Ja, dann sind wir hier im Prinzip mit der 200er, mit der 300er, das ist ja 300er Bultron, auch schon wieder durch und das Auto ist im Prinzip schon wieder einsatzfähig. Hier hinten haben wir dann noch den Bildschirm gemacht, vom Kunden mitgebracht und ich kann jetzt mit meinem Knie leider nicht aufs Dach, sonst würde ich euch das auch zeigen, weil wir haben natürlich noch eine Solaranlage aufs Dach gebaut und den alten Solarregler ausgetauscht. Da zeige ich euch mal, wo wir den hingemacht haben. So, die beiden Solarregler haben wir hier unter der Dinette noch verbaut. Hier war der Wagenheber drin, der passt da wieder rein. Aber die zwei MPPT-Regler haben wir auch beschriftet. Der hintere ist fürs Hochvoltmodul
und der ist für die Büttnerplatten, wo drauf sind, auch ein MPPT-Regler, damit der sauber und ordentliche Arbeit liefert und auch richtig funktioniert. Und da hinten haben sie auch genügend Luft. Wie ihr seht, ist da auch schöne Abluft. Also das ist überhaupt kein Problem. Da funktioniert es dann dementsprechend tadellos. Den da habe ich euch ja gezeigt. Das ist nämlich kein MPPT-Regler. Punkt 1, Punkt 2 war über einen EBL-Block angeschlossen und hat auch mit ein bisschen Verlusten dadurch gearbeitet. Und drum haben wir das Ganze nochmal neu gemacht und haben da einen sauberen Regler angeschlossen mit MPPT-Qualität. Und jetzt funktioniert auch die Solaranlage richtig gut. Ja, und dann haben wir das Fahrzeug morgen auch schon fertig. Da waren nur die Sitze eingesetzt. Dann kommt natürlich wie immer unsere Abschlussprüfung, damit auch wirklich alles sauber ordentlich funktioniert. Dann steht vorm Tor noch einer, der kriegt einen Rapid. Dann haben wir noch zwei neue Fahrzeuge da stehen. Da müssen wir auch noch ein bisschen Umbauten machen. Da kommen wieder zwei Großumbauten auf uns zu. Und ja, so geht die Woche rum. Da freuen wir uns schon wieder drauf. Und ich bin schon mal gespannt, wie es noch weitergeht, weil man noch, das eine Projekt ist auch noch ziemlich großes. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, wie immer nehme ich euch da natürlich mit und wir schauen uns das alles gemeinsam an. Ja, war wieder einiges. Der Adria ist fertig, ihr habt es gesehen. Das ist natürlich immer der Grund, wenn ich dann doch anrufe und sage, Termin Freitag ausgemacht, wird aber doch nicht ganz Freitag, wir schaffen es nicht ganz, weil die ein oder andere Komplikation aufgetreten ist. Wir sehen natürlich viele Dinge immer erst, wenn wir das Fahrzeug auseinanderlegen, wenn wir es aufmachen und dann sieht man letztlich erst, was da dann passiert oder was da Sache ist. Und von dem her muss man hier den Abholtermin ein bisschen verschieben, aber ich glaube, für das Ergebnis ist uns der Eigentümer nicht ganz so böse. Und ich glaube, er freut sich auch wieder auf das Auto, wenn es jetzt fertig ist und tipptopp funktioniert und alles passt. Ein Thema habe ich noch in eigener Sache, nein, nicht eigener Sache, eigentlich in unserer aller Sache. Und zwar, es gehen hier immer ganz wilde, kuriose Vermutungen im Internet rum. Der eine auch auf YouTube behauptet oder Schlagzeile, Gasprüfung ist endlich oder ist letztlich nie mehr fällig und lauter solche Sachen. Ich frage mich immer, warum er, oder ich verstehe es nicht ganz, warum er sowas macht, denn letztlich gibt es noch keinerlei andere Meldungen als die bisherige, dass die Gasprüfung ausgesetzt ist. Ausgesetzt heißt aber in Klammer nicht abgeschafft. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und ich hoffe inständig, das wird auch um Gottes Willen nie passieren, weil sonst würden ja da draußen lauter Zeitbomben rumfahren. Also das wäre ja katastrophal. Ist ja schon das ist eigentlich grob fahrlässig, dass es so lange ausgesetzt ist. Ich kenne auch einige TÜV-Gutachter, die definitiv nach wie vor auf ihre Gasprüfung bestehen, allein schon aus dem Sicherheitsaspekt raus. Und auch jeder vernünftige Camper, der nur ein bisschen auf sich und Sicherheit achtet, lässt natürlich weiterhin schön gepflegt alle zwei Jahre seine Gasprüfung machen. Allein schon zu seiner eigenen Sicherheit. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass er ausgesetzt ist, ist die eine Sache, aber ich muss ja auch Fürsorge tragen für meinen Mitmenschen und Mitfahrenden und Campingplatz, Mitbewohnern und allen möglichen. Also bitte, ich appelliere daran, lasst eure Gasprüfungen machen im ganz normalen Rhythmus, wie es gehört. Denn ich habe hier in unserer Werkstatt schon ganz wilde Dinge gesehen und was hier Gasanlagen betrifft, da ist ein abgelaufener Schlauch oder abgelaufener Druckregler nur die kleinigste oder das kleinste Problem dran. Ganz wild wird es dann, wenn ganz große Konstruktionen kommen. Ich fahre mal schnell nach Italien oder nach keine Ahnung wohin und lasse mir da ein Van ausbauen, weil da ist es ja recht günstig von so einer Nacht- und Nebelschreinerei.
Und dann kommt das Auto zurück nach Deutschland und dann fährt er hier am Hof und ich soll dann hier eine Gasprüfung abnehmen von einer Gasinstallation, die in Deutschland nicht einmal im Ansatz in irgendeiner Art und Weise Zulassung kriegen würde. Also katastrophal und gefährlich, brandgefährlich noch dazu. Also daher sage ich immer, lasst eure Gasprüfungen machen. Nach wie vor, sie ist aktuell nach wie vor nicht abgeschafft, sie ist ausgesetzt. Das ist so, da habe ich noch keinerlei andererteilige Ergebnisse oder Nachrichten gehört. Ich habe auch extra bei uns auf der Prüfstelle angerufen, wo bei uns die Gasseminare, Gasprüfer nach dem Gesetzgeberart ausbildet, angerufen. Selbst die wissen nichts von ihrem Glück, dass da irgendwas abgeschafft werden sein sollte oder abgeschafft werden soll oder überhaupt daran gedacht wird, dass es abgeschafft wird, sondern es ist lediglich ausgesetzt. Und da möchte ich nochmal einständig oder eindringlich darauf eingehen, dass das so ein bisschen eine kleine Fehlinformation ist, glaube ich. Also mir ist zumindest nichts Gegenteiligeres bekannt. Ja, das war es eigentlich schon. Ich freue mich aufs nächste Video bei den nächsten Umbauten. Ich hoffe, dann ist meine Kameraführung wieder ein bisschen besser und ich kann da wieder auf die Leiter steigen, weil ich bin fleißig am Üben. In der Physiotherapie bin ich schon richtig schick dabei, damit das alles wieder richtig schick wird. Und dann können wir auch wieder aufs Dach gehen und dann zeige ich euch auch wieder ein bisschen mehr. In dem Sinn bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Natürlich für ein Like bin ich dankbar. Genauso wie über fleißig Kommentare schreiben. Content ist immer ganz wichtig. Auch kleine anregende Diskussionen. Nobody is perfect. Auch wir lernen jeden Tag dazu. Über Ideen eurerseits bin ich auch noch dankbar. Überhaupt kein Thema. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Video. Wer Bock hat, kann einfach mal den Abo-Button drücken. Dann vermisst er nichts mehr oder vermisst er, vermissen, ja, schön, wenn er mich vermisst, aber nein, dann verpasst ihr nichts mehr, wollte ich sagen. Und ihr erlebt lauter spannende Themen mit uns dieses Jahr. Und ja, in dem Sinn, macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.